langsam aber sicher so ein bisschen nervös, Zeche. Das glaube ich, ich bin so entspannt, dass ich heute mal nicht ran muss. Ja, wir haben auch schon unseren Delta-Radio-Hörer André am Telefon. André, nochmal ganz kurz deine Challenge anlasse. Ja, hallo erstmal. Ja, also ich werde ihm gleich Fragen stellen und er darf nicht mit Ja und Nein antworten. Und ja. Angelehnt an das Ja-Nein-Spiel, was wir hier mal spielen, um ein Dummpaket im Wert von 200 Euro, ne? Richtig. Du kriegst satte 1000 Euro, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme. Also auch, ne, ich erkläre sozusagen nochmal mir selber die Regeln. Abwandlung von Ja und Nein, also Jein, Jupp, Nö, Nee, ist auch alles verboten. Alles klar. 30 Sekunden lang löcherst du mich mit Fragen, das ist ja jetzt hochgradig spannend. Unser Kollege Dennis aus dem Delta-Team ist der Schiedsrichter. Guten Morgen. Moin, moin. Du achtest jetzt auf alles. Ich achte auf alles, ja. Also ich bin auch ein strenger Schiedsrichter. Ich warne dich da schon mal vor, Lasse. Okay. Super. Seid ihr bereit? Darf ich noch einmal Ja sagen? Ja, ne? Ja. Jetzt noch. Ja, ich bin bereit. Alles klar. André, dann feuere jetzt 30 Sekunden lang deine Antwort. Jetzt 30 Sekunden lang deine Fragen raus. So ist es richtig. Es geht los. Alles klar. Darf ich duzen? Gerne. Gut, bist du dann bereit? Ja, das war's, ne? Ich bin gut. Sowas von bereit. Alles klar, Gegenteil von Ja? Kann ich dir im Moment überhaupt nicht sagen, müsste ich nochmal ein bisschen überlegen. Alles klar, meine Kollegin möchte da Feier machen, geht das in Ordnung? Deine Kollegin finde ich sehr, sehr, sehr bezaubernd. Alles klar, können wir Freunde werden? Bei Facebook? Hast du ihm Ja gesagt? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Okay, wiederholst du bitte gleich das, was ich sage? Ich habe das Wort Wiederholung gar nicht verstanden. Was ist das für ein Wort? Okay, nee, ich habe Ja gesagt. Achso. Das reicht! Ja! Lasse! Respekt, Mann! Ja! Wow! Oh Mann, so. Ich habe noch so eine gute Frage gehabt. Welche? Und zwar, kennst du Louis de Finet? Kenn ich? Ja. Für welchen Ausspruch war er bekannt? Ah, nein, ja, doch! Oh, ja! Jetzt hab ich am Anfang gemacht, André! Aber genauso geht einem das auch wirklich immer beim Dummpaket Ja-Nein-Spiel. Man hat immer noch voll geile Fragen auf Halt und dann ist die Zeit schon rum, André. Ich kann mich verstehen! Ja. Ja, hat nicht sollen sein. Keine 1000 Euro, ein Sieg für mich, das tut gut. Ja, du bekommst kein Dummpaket, aber du bekommst meinen Respekt. Das hast du sehr, sehr toll gemacht. Dankeschön! Ja, André, mach nochmal mit. Weitere Vorschläge einfach jetzt posten auf unserer Facebook-Seite per WhatsApp oder über deltaradio.de. Alles klar, mach ich. Reingehauen, danke!